mal anschauen können. Und ansonsten, welche Sportart verfolgst du denn eigentlich, wenn du guckst bei Olympia, bei den Olympischen Spielen? Bei den Olympischen Spielen? Ich bin ja tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, gar nicht so wahnsinnig sportaffin. Aber es muss doch irgendwas geben. Breaken, Synchronschwimmen, Tennis, Handball. Ich schaue immer Judo, mal wieder rein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache keinen Sport und ich schaue dementsprechend das auch nicht. Das ist nicht dein Ernst. Dieser Astralkörper kommt von nichts? Schwere Taschen heben. Es wird sich immer sehr über mich lustig gemacht, mit was für Gepäck ich anreise. Also ich habe immer so eine Gefühls, also wahrscheinlich keine 50 Kilo, aber für mich fühlt es sich an, als würde ich mit 50 das Kilo Handgepäck herumreisen. Und alle, die meine Tasche anheben, fragen immer, ob ich Steine mit mir rumschleppen würde. Ja, aber also, du trägst selber. Das ist ja die wichtige Information, die wir hier herausarbeiten wollten. Ich trage immer schwere Taschen mit mir rum. So, und du trägst im Leben sehr leicht, aber hast viele Projekte. Und wir waren stehen geblieben, als uns die Enten hier gerade unterbrochen haben, als sie hier einmarschiert sind und ihren Auftritt hatten. Vier Folgen habt ihr abgedreht. Also wir hatten Miami, wir haben Schweden dabei. Wo wart ihr denn noch? Oh Gott, wir waren überall. Wir waren in Brasilien, Panama. Wir reisen sehr viel rum. Wir reisen ja auch sehr viel mehr, als man tatsächlich in den Filmen sieht, weil wir natürlich überall auf dem Weg anhalten. Man ist ja oft alle zwei Tage in einem anderen Land. Und das war sehr spannend. Also wir waren jetzt in Dänemark, in Norwegen, in Schweden. Wir haben sehr, sehr viel gesehen in diesem Jahr. In der Karibik waren wir. Also Wahnsinn. Okay, also das heißt, das, was viele Menschen sich wünschen, viel rumzureisen und das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden, also die Arbeit mit dem Reisen, ist eigentlich ein Traumjob. Ne? Und gleichzeitig hat man natürlich auch eine große Verantwortung, weil das Thema Klima ist immer wieder ein Thema, inwieweit Schiffsreisen auch kritisch gesehen werden müssen. Ja, wobei man da wirklich sagen muss, dass Phoenix-Reisen sehr viel Geld investiert in das Thema Nachhaltigkeit. Also gerade wurden 120 Millionen investiert, um die Schiffe umzurüsten. Und da muss man sagen, ist die Kreuzfahrtindustrie diejenige, die das Thema so ein bisschen voranbringt. Also es sind ja wahnsinnig viele Schiffe unterwegs, Containerschiffe, die alle möglichen Dinge, die wir im alltäglichen Leben benutzen, von A nach B bringen. Und die haben tatsächlich nicht so ein großes Nachhaltigkeitsinteresse. Und da ist wirklich die Kreuzfahrtindustrie, die auch die Forschung auf diesem Gebiet so ein bisschen vorantreibt. Und der echte Kapitän hat uns in aller Ausführlichkeit erklärt, was man hier wie wo umgerüstet hat. Kann ich alles nicht wirklich wiedergeben. Aber da passiert auf jeden Fall einiges. Ja, und am Schiff, und das weiß man ja auch für alle, die jetzt gerade im Urlaub sind, ne? Man wechselt ja nicht täglich sein Handtuch, da fängt es ja auch schon mal mit an. Ne? Man isst dann auch auf, nimmt sich so viel nur auf den Teller wie. Da sind ja alles die ganzen anderen Beispiele noch drin. Journalistisch tun wir das immer wieder aufarbeiten, da gucken wir immer genau hin. Ja. Luft nach oben ist sowieso noch, aber solange wir am Thema dranbleiben, kritisch auch nachfragen und gleichzeitig auch unseren Konsum vielleicht ein bisschen anpassen, sind wir alle Teil des Wandels letztendlich. Ne? Das ist so, ja.